Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ich bin's, euer Max Deus, und wir haben vor, die agonische Maid jetzt weiter auszubauen, damit wir daraus ein echtes Schiff machen. Also ein richtiges Schiff. Und wir fangen ja auch mit diesen Stützpfeilern hier an. Das heißt, die müssen jetzt erstmal alle bis nach vorne hin ausgebaut werden. Wir haben wieder jede Menge unnötige Plastikdinger und Steine. Aber zum Glück diesmal keine Palmblätter. Mal schauen. Warte. Erstmal holen wir uns den da. Dann schauen wir, ob wir unten wieder was haben. So, dann schnell runter. Hört sich auf jeden Fall an, als hätten wir da jede Menge. Ah, weniger als erwartet, aber... Naja. Reicht fürs Erste. So. Und wir müssen hier dringend einen Zaun machen. Ganz, ganz dringend. Oder wir machen hier so eine Art Wand. Nee, ich glaube, wäre keine so gute Idee, was ich mir da überlege. Ah, da werden wir schon eine Idee finden, was Sinn macht. So, den will ich haben. Ah, nice, ganze 7 Stück. Warum kann ich den nicht bauen? Weil der hier im Weg ist. Ach so. Wo haben wir den jetzt? Hier. So, dann können wir den jetzt hier. Ja. Jetzt läuft's wieder. Das kommt eh noch alles nach oben. Da haben wir wieder eine Kiste. Nice. Haben wir wieder Schrott? Ja, wir haben Schrott. Aber nicht genug. So, das kann weg. Das kann weg. Da können wir noch mal ein paar Seile machen. Obwohl, wir haben so viele Seile jetzt wieder. Wir können die auch wieder wegschmeißen. So. Wir haben hier gar keinen Schrott mehr, hä? Oh, wir haben auch wieder Durst und Hunger. So, die Rübe rein. Die Kartoffel rein. Dann essen wir mal die gegarte Rübe. Und die paar Kartoffeln. Und dann schauen wir mal, ob wir hier... Komm, wir trinken mal... Nee, noch besser. Kokosnüsse. Packen wir mal hier hin. Ui, den will ich noch haben. Hallo. Komm. Den kriegen wir nicht mehr. Das war's. Können wir Let's Play beenden. Weil wir das fast nicht gekriegt haben. So, hatten wir Schrott bekommen? Wir haben keinen Schrott bekommen. Das heißt, das wird jetzt problematisch. Weil wir wieder Schrott brauchen, aber keinen haben. Wir brauchen wieder Schrott. So, wird das weg, das weg, das weg. So, Kokosnüsse und Kartoffeln können wir hier wieder einlagern. Wir haben so viele Rüben eigentlich. Können wir alle mal auf den Grill ballern. So. Noch ein paar Planken rein. Den Rest können wir hier wieder reinballern. Bitte sei Schrott mit dabei.
Komm. Ja, nice, wir haben wieder Schrott. Das heißt, wir können nochmal einen bauen. Von den Dingern. Aber der Schrott hier mal... hier... eine knappe Ware wird. Hatte ich jetzt nicht erwartet. So. Und dann... ups. Oh, nein, nicht den. Das. Schauen wir mal, ob unten vielleicht ein Fass... nein. Leider kein Fass, aber da kommen gleich direkt drei Stück. Und ich hoffe, da ist jetzt Schrott mit bei. Nochmal so. Komm. Komm schon. Ja, nice. Warten wir jetzt auf die beiden. Komm. Und ihn hier. Komm. Ja, geil. Und nur ein Schrott dabei. Ernsthaft? Kann doch nicht sein, dass da nur einer jetzt bei war. Aber unten kommt was an. Ich hoffe, da sind auch Fässer. Nee, aber Holz. Ja, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht erstmal hier ein bisschen. So, eins. Und hier nochmal eins nach vorne erweitern. Fürs Erste. Weil wir brauchen Schrott für Nägel. Und wir haben wieder... so was. So, dahin kommt wieder... ist das ein Fass oder eine Kiste? Sieht nach einem Fass aus. So, die Frage ist, wie werden wir das hier machen? Was ich eher am Überlegen bin, ist hier vielleicht... sowas in der Richtung, nein. Sowas in der Richtung zu machen. Komm, machen wir jetzt mal. Und dann so. Ah, dafür muss ein Boden da sein. Okay. Schade. Aber wenn ich... das wäre zu nah. Wird so nicht funktionieren, wie ich das gerne haben möchte. Nice, wir haben wieder Schrott. Das heißt, wir können einen wieder bauen. Von den Stützdingern hier. So. Dann fehlen für hier noch... zwei Stück. Ich kann einen noch bauen. Okay. Einer fehlt noch. Jetzt brauchen wir wieder zwei Schrott. Komm. Brauch dich da. Schneller. Will ich haben. So. Haben wir. Toll. Ich bin enttäuscht. Bin richtig enttäuscht. Aber naja, was will man von mir erwarten? Bei mir wird man nur enttäuscht. Wenn ihr auf Enttäuschungen steht, kommt zu mir. Ich bin gut darin, Menschen zu enttäuschen. So, dann Seil wieder weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Also, wir können die Rüben wieder hier drauf ballern. So, dann haben wir wieder drei fertig. So, ist hier irgendwas Neues mit bei? Eine Planke, nice.
Ein Plastik, wow. Den brauchen wir auch unbedingt. So, wollen wir dann hier wieder so ein Fenster machen? Ich würde sagen, ja. Hier macht man nochmal ein. Das ist genau ab hier. Dann kommt hier auch nochmal ein. Ich glaube, ich baue beide Seiten erstmal immer gleich auf. Damit ich bloß nicht durcheinander komme, wie ich das hier aufbaue. So, dann gehen wir wieder hier drauf. Ja, und dann dauert es nicht mehr lange, dann können wir oben endlich anfangen. Das heißt, dass wir da vieles hiervon nochmal eins nach oben setzen müssen. Und das kommt dann auch noch eins nach oben mit dem da. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, alles nach oben zu setzen. So, da haben wir wieder eine Insel. Ich glaube, wir würden da mal hinsteuern. Weil dann können wir ein bisschen Müll sammeln. Ah, noch ein bisschen mehr so. Ich hoffe nur, von Gulliver und Heribert werden wir da in Ruhe gelassen. Komm, geh gerade. So. Und wir haben hier wieder ein bisschen was. So, das weg und das weg. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle. Wenn wir eigentlich das alles wieder nach oben packen, dass wir dann ordentlicher weiter Weg runter für den Anker. Wie werden wir das denn dann hinkriegen? Das wird keine schöne Aufgabe dann. Es sei denn, es gibt hier irgendwie die Möglichkeit, dass wir das auch vom Kran aus irgendwie hinkriegen. Ja, vom Kran, sage ich. Vom Ruder aus. So. Boris, nein. Ich bin Freund, kein Futter. Wo haben wir das ganze Müll? Beziehungsweise wir schauen erstmal hier, ob hier vielleicht eine Kiste ist. Diesmal brauchen... Oder komm, das Holz nehmen wir auch mit. Kriegen wir auch ein bisschen wieder Kokosnüsse. Was zu trinken, was zu essen. So, Wassermelonen nehmen wir auch wieder mit. Rote Blume brauchen wir erstmal nicht. Komm, dahin. Ich frage mich, wie viel Schrott dann oben ist. In der Truhe, falls hier eine ist. Wie gesagt, wenn ihr auf Enttäuschungen steht, kommt zu mir. Ich habe jede Menge davon. So, und den nehmen wir auch noch mit. So, können wir das wegschmeißen? Das können wir wegschmeißen. Die Dinger brauchen wir nicht. Und dann gehen wir jetzt mal auf Rottjagd. Haben wir nochmal Schrott? Nice. Metall können wir auch erstmal mitnehmen.
Vielleicht finden wir auch noch Kupfer, dann können wir auch noch Kupfer mitnehmen. Dann haben wir wieder ein bisschen was auf Vorrat. Okay, Boris war jetzt nicht in der Nähe, das ist gut. So. Da haben wir Schrott. Seetang brauchen wir erstmal gar nicht. Oh, erstmal wieder auftauchen, bevor wir hier gleich unter Wasser ersticken. Okay, wo ist denn Boris hin? Mag Boris uns nicht mehr? Naja, Riesenmuschel habe ich keine Ahnung, wofür wir die brauchen, deswegen lassen wir die erstmal. Jetzt brauchen wir Luft. So, und können wir wieder runter. Wir haben hier nochmal Metall. Und was haben wir hier? Ah, Kupfer. Nehmen wir auch erstmal wieder mit. So, geht's? Ja, hier geht's raus. Nice. Hier gibt's wieder Luft. Ah, hier gibt's eine Kiste. Nice, und hier haben wir noch ein paar andere geile Sachen wieder. Und eine Schraube. Nice. Okay, hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen schon wieder von hier durch. Wir trinken aber erstmal eine Kokosnuss. So, dann schauen wir mal, wo wir den nächsten Schrott finden. Da vorne. Aber wir haben keine Luft mehr. Gleich. Und los. So, 10 haben wir schon für den Schrott. Dann haben wir hier nochmal Kupfer. Ja, das ist diesmal eine gute Runde. Kein Boris, der uns angreift. Ein paar Schätze gefunden. Und jetzt macht Boris Schnapp. Weil ich mich zu früh gefreut habe. Alter, wie viel Schrott hier rumliegt. So. Yo! Hier gibt es ja richtig viel. Wir haben schon ganze 17 Schrott und hier liegt ja immer noch überall was. Und da nochmal Metall. Alter Schwede. Hier ist auch nochmal Metall und Schrott. 'Und Boris greift uns nicht an. Ich glaube, ein Traum wird wahr gerade. Hier haben wir nochmal Kupfer. Boah, diese Insel hat sich jetzt heute richtig gelohnt. Ich sehe es aber gleich schon, mein Haken ist kaputt. Dann wird gleich kaputt. Ich freue mich hier gerade richtig. Ich freue mich. So, nochmal Luft schnappen. Und dann nochmal runter gucken. Hier haben wir nochmal ein bisschen was an Schrott. Yo.
Das hat sich übelst gelohnt hier. Alter Schwede. Obwohl. Ja, mittlerweile. Hier ist wieder leer. Aus zwei Schrott kriegen wir ja immer drei Nägel. Und das, wir haben ja gerade 26 Schrott. Das heißt, wir kriegen 52 Nägel. Einen haben wir ja so noch auf Tasche. Also 53 haben wir dann insgesamt. Hat sich richtig gelohnt. Das hat sich diesmal wirklich richtig, richtig gelohnt hier. Dann müssen wir aber schauen, wie wir die Dinger hier in Gang setzen. So, dann wollen wir jetzt weiter. Hier ist immer noch leer. Stimmt, wir stehen hier auch. Und dann wieder auf Kurs. Na komm, wir wollen die Fässer auch noch mitnehmen. Und dann machen wir jetzt mal ein paar Nägel draus. So, das war's. 16 Metall haben wir. Und 7 Kupfer. Hat sich wirklich gelohnt hier. Das hat sich gelohnt. So. Genau. Vorne wollten wir erstmal. So. Aber erstmal auch was essen und trinken. So, wir können. Komm, wir trinken mal die Wassermelonen. So. Oh. Das war jetzt toll von mir. Naja, aber jetzt machen wir dann die. Ne, die kleinen. Ah, ne, doch. Das war hier schon. Richtig. Dass wir die dann hier in Richtung Mitte aufbauen. So, eins, zwei und drei. Und dann hier auch eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und dann können wir hier nochmal eins, zwei, drei. Und jetzt haben wir kein Holz mehr. Ist auch super. Doch, jetzt haben wir wieder. Für einen. Eins. Sind wir eigentlich noch auf Kurs? Nee, wir sind ein bisschen daneben. Wir müssen noch weiter nach rechts hier. Dann wir auf Kurs kommen. Ein bisschen schneller drehen. Komm. So, jetzt sind wir auf Kurs. Boah, ich freue mich schon, wenn das fertig ist, wirklich. Da freue ich mich schon drauf. So, die Blätter können wir wegschmeißen. Ah ja, und die Sachen, die wir eingesammelt haben, wie den Bolzen und die Scharniere, die Dinger müssen wir mal auch ein bisschen loswerden. Die packen wir auch erstmal da rein. Wir können die auch später schmelzen. Aber erstmal will ich die Etage hier fertig haben. Ich glaube, es wird nicht bei dieser einen Insel bleiben, dass wir den Schrott sammeln. Wir brauchen definitiv nochmal einen neuen Haken. So. Hier, Schrotthaken. Planke, Seil, Schrott und Bolzen. Ja. Was ist mit dem anderen? Können wir den normalen hier? Da brauchen wir Kunststoff. Okay, den können wir zur Not immer bauen. Wenn der Schrotthaken nicht mehr wirbt.
Wir haben ja aber unten wieder was bekommen. Ich hoffe, ein Fass. Oder Holz. Ein Holz. Wir kriegen zumindest wieder eine Planke draus. Ich bin froh, dass der Bauchhammer nicht kaputt geht. Dass es reicht, dass wir den einmal... Ach, Schildkröten. Bleibt hier, Schildkröten. Ich brauche euer Fleisch. Ihr habt mich in Forest über 150 Folgen hier ernährt, ja? Ich brauche euch. Hier könnt ihr mich auch ernähren. So. Ah, geil. Das war eine... Alter, das hat sich jetzt richtig gelohnt. 3 Schrott und 3 Holz. Aber für einen Schrotthaken brauchen wir... eine Planke noch, 2 Seile. Bolzen haben wir auf jeden Fall. Schrott brauchen wir nochmal 3. Okay. So. Planken haben wir jetzt vollständig. Seile. Komm, nehmen wir erstmal schon mal hier raus. Wir brauchen auf jeden Fall... So, 1... Und 2. Und 1. So, war hier nicht gerade noch irgendwo ein Fass unterwegs? Dann wahrscheinlich nicht. Hier geblieben, ich brauche euer Fleisch, hallo. Dann nicht. Okay, so kommen wir dran nicht vorbei. Wow, ein Palmblatt. Und noch eine Planke. Und jedes Mal, wenn das Geräusch kommt, muss ich runterrennen. Bin irgendwie aber trotzdem super. Weil wir haben ja nur 6 Stück, glaube ich, von den Dingern gebaut. Oder? 6 Stück? 6 Stück. Hier könnte ich ja nicht mehr bauen, weil das ansonsten auf der anderen Seite hier... den ich hier weggerissen hätte. Und weiter hierhin hätte ich auch nicht, wäre auch nicht so schlau wegen den Türen. So. Ah, geil, da kommt ein Fass und ich höre wieder was. Ich hoffe, den Fass kriegen wir mit den Netzen. Obwohl, na komm, wir riskieren es mal so. Weil mit Netzen, glaube ich, würde das nicht so, würden wir das nicht so kriegen, wie wir den haben wollen. Nee, ich habe so ein Gefühl, die haben wir hier jetzt gesammelt. Nein, haben wir nicht. Besser so. Aber wir haben jetzt wieder 9 Planken. Nice. Und wie viel brauchen wir für den Schrotthaken? Nur noch 2 Schrott. Nice. Aber ich würde sagen, den Schrotthaken werden wir in der nächsten Folge aufbauen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.